Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren OMSI 2-Video hier auf diesem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja die Original-XC angeguckt. Heute schauen wir uns Berlin BRT an. Wir hatten es natürlich schon bereits im Livestream uns vollends angeguckt. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal im Let's Play angucken, ganz in Ruhe, ohne irgendwelche Gebrülle im Hintergrund oder sonst irgendwas, jetzt im Let's Play. Wir werden das neue Add-on fahren, welches 15 Euro kostet. Auf Steam, wenn ihr das Ganze über Gamesplanet kauft, über unseren Partner, dann spart ihr da nochmal ein paar Cent und könnt unseren Kanal damit automatisch nochmal ein bisschen unterstützen. Wäre natürlich eine richtig feine Sache, wenn ihr euch gerade überlegt, euch diesen DLC zu kaufen. Mit dabei natürlich neben der Strecke dieser Mercedes, ja, dieser C2 Bus und den wollen wir uns, wie gesagt, dementsprechend ja auch nochmal kurz angucken, neben der Linie natürlich, die wir hier fahren werden. Und ja, dementsprechend, ja, haben wir schon geschildert, X10 nach Teltow Bahnhof. So sieht das Ganze also dementsprechend aus. Ihr seht schon, ne, die größte Besonderheit ist, also was heißt die größte Besonderheit? Ne, also wir sehen eine Besonderheit, dass wir jetzt hier schon ganz anders starten. Sonst in der normalen Originalversion starten wir aber hier hinten. Und jetzt sind wir jetzt hier so weiter in der Mitte gerutscht. Und ja, jetzt gibt es da hinten keine Haltestelle mehr. Da hinten. Die ist jetzt nämlich nach hier vorne gerutscht irgendwie. Also das ist alles ein bisschen crazy. Das Ganze ist hier angelehnt 2020 mit einem fiktiven Fahrplan. Und dementsprechend natürlich auch mit diesen ganzen großen Besonderheiten, die hier mit dabei sind. Es gab wohl noch kein Update nach dem letzten Livestream, den wir hatten. Dementsprechend, ja, funktionieren unsere Blinker immer noch nicht. Wir haben sie jetzt dementsprechend auch noch nicht so umgestellt. Denn ich sehe es irgendwie nicht ein, dass ich für einen Bus meine komplette Blinker Einstellung hier umstellen muss, damit ich hier blinken kann. Dementsprechend, ja, nimmt es mir nicht übel, dass wir vielleicht in diesem Part weniger blinken als sonst, ja. Soweit haben wir aber den X10 geschildert. Das ist der Solo-Bus hier, der mitgeliefert wird. Eigentlich ein Highlight, denn, ja, den Bus so an sich ist es schon einer der Vormodelle für die C2 Stadtbusfamilie. So wurde es auf jeden Fall angeteasert, zumindest. Und das Problem ist, dass dieser Anblick, den wir hier erstmal so erhaschen, kein guter ist. Denn der Bus ist fehlerhaft, der ist kaputt. Teilweise, wie gesagt, schon allein das mit dem Blinker, dass die nicht funktionieren. Was man aber Gott sei Dank alles mit Patch beheben kann. Dementsprechend muss man hier vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen Geduld geben, ein bisschen Zeit geben, damit das Ganze halt dementsprechend passt. Innen drinnen sieht er natürlich so aus, was natürlich auch ein absoluter Fail ist. Zum Beispiel oben rechts seht ihr zum Beispiel, dass hier gerade mal 32 Leute reinpassen. Großartig, wenn man so einen Bus dann auf X10 fahren lässt, macht es halt wenig Sinn, so einen kleinen Bus hier einzusetzen. Dementsprechend, ja, ist dieser Bus eigentlich für die Strecke X10 überhaupt nicht gedacht, ja. Wenn wir jetzt im Innenraum sind, sehen wir jetzt hier, dass hier die ganzen Sitze, Polster und alles sowas gut passen. Und mit den gelben Stangen und der Entwerter und alles sowas sind alle mit dabei. Natürlich sind die Busse nicht lizenziert. Hier oben das Display ist komisch, aber die sind hier schwarze Displays, warum auch immer. Zumal das hier denn hell ist, weiß ich auch noch nicht, woran das Ganze liegt. Also ihr seht, teilweise sind hier viele Baustellen. Auch wenn wir hier zum Beispiel hier mal so über den Bus gucken, die Textur ist super unscharf, einfach super verzerrt. Also man hätte hier vielleicht noch ein bisschen warten sollen, bevor man den DLC hier definitiv released. Denn nur an sich der Strecke hätte man es vielleicht auch als kostenloses Update machen können. Man wollte aber versuchen, hier nochmal ja, vielleicht einen neuen Bus an den Mann zu bringen oder sowas. Dementsprechend sieht auch das da relativ komisch aus. Hier diese Stelle hier, das sieht irgendwie aus, als ob es da nicht hingehört. Aber gut, ich bin schon lange kein Bus mehr gefahren. Dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt so dahin haut oder nicht. So, wie gesagt, hier oben die 32 Passagiere, die sind natürlich ein bisschen wenig, denn wenn wir uns hier ins Fahrercockpit sitzen, sehen wir da oben, dass hier deutlich mehr Leute eigentlich reinpassen, ne, zugelassen für 45 Sitzplätze und Stehplätze 94. Das passt hier überhaupt nicht hin. Gut, ich würde aber sagen, ich muss mal ganz so drücken. Wir haben nämlich schon fast unsere Verspätung drin. Dementsprechend. Nee, das ist noch nicht an. Okay. So, jetzt ist er an. Und wir werden jetzt losfahren, würde ich sagen. Wir wollen natürlich nicht allzu viel Verspätung haben hier. Los geht's. So, guckt euch am besten die Karte in Ruhe an, ohne wenn und aber. Also wie gesagt, jetzt haben wir halt keinen im Hintergrund, der da jetzt irgendwie rummäkelt oder rumzetert oder sonst irgendwas. Na, jetzt einfach die Fahrt dementsprechend mal in Ruhe angucken und vielleicht mir einfach in die Kommentare posten, was ihr von dem DLC haltet. Habt ihr euch den gekauft oder sagt ihr so, geht gar nicht. Ja, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion.
So, jetzt blinkt man natürlich die ganze Zeit, weil das funktioniert nicht mit überaus. Soll es jetzt auch nicht stören groß. So, und jetzt geht's hier rum. Ne? Sonst mussten wir ja drüben auf der anderen Seite. Der obligatorische Hänger ist hier immer noch drin. Ja, den kennen wir nur zu gut aus X-Szenen. Mit 20 nehmen wir hier weiter. Achso, wir müssen natürlich. Herzallee. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Ja, das sind übrigens die neuen Ansagen, die mitgeliefert werden. Die sind absolut furchtbar. Spiele ich auch nur dieses eine Mal ab. Am nächsten Part spiele ich wieder meine gewohnten Ansagen wieder ab. Ich hoffe, dass man das hier dementsprechend ändern kann. Dass man hier wieder richtige Ansagen drin hat. Weil das geht überhaupt nicht. Ja? Wieso, warum musste man jetzt eine neue Stimme nehmen? Hätte man doch einfach die Ansagen von Mozart drin lassen können. Meiner Meinung nach. Ja. Wie gesagt, deswegen, ich wollte sie halt nochmal drin lassen, damit ihr nochmal so den vollen Umfang hier seht, was hier alles mit dabei ist und nicht gleich hier irgendwas Gemoddetes halt, ne? Sonst hier zum Beispiel das Gebäude ist neu hier, was gleich an der Ecke steht, weil früher war ja da Burger King gewesen und Beate Use und alles sowas, ne? Das ist jetzt weg, ja, das existiert nicht mehr. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das da für Monitor ist, das ist der Abbiegeassistent hier, der ist hier wohl im C2 verbaut. Auch sehen wir hier, sind echt viele Monitore einfach nur schwarz, die haben keine Bedeutung. Und auch kannst du hier die Temperatur zum Beispiel aktuell nicht einstellen und sonst irgendwas. Also man hofft natürlich, dass das, wenn das C2-Addon erscheint, dass alles funktioniert, ja, dass das alles mit dabei ist. Und man jetzt wirklich nur sagen kann, das ist jetzt halt einfach noch nicht fertig geworden halt, ne? U-Bahnhof Kurfürstendamm. Zum Beispiel auch hier, schade ist, dass das Gerät nicht selber die Ansage abspielt. Du musst selber drücken, ja, damit er die Ansage abspielt. Der ist natürlich auch schon sehr, sehr oll. So. Ja, mehr passt nicht rein. Tut mir leid, wenn ihr jetzt eigentlich mal mitkommt. Aber das meine ich, ja. Innerhalb der dritten Haltestelle, ja, ist der Bus voll. So. Klappe zu. Das war's. Mehr passt nicht rein, Leute. So, jetzt haben wir natürlich unsere Abfahrt hier verpasst. Ja, kann ich das jetzt aber neu anfordern? Nee, wa? Der Bus müsste mal ein bisschen weiter vorfahren. Das mir mal anfordern hier. Türen. Ah, warte mal, da passiert was. Ah, perfekt. Mit 30 sollen wir hier fahren, damit wir eine grüne Welle haben. Der zeigt nämlich an, ne, wie schnell du fahren sollst, damit du die grüne Welle erreichst. So. Angefordert. Und fahren. Oliver Platz.
Weiter mit 50 dürfen wir durch. So, hat leider nicht funktioniert. So, ja, aber sonst seht ihr ja das Ganze, ne? Es hat sich eigentlich so von der Strecke her nicht wirklich viel getan, außer dass wir jetzt hier eine Minderheit haben. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist hier halt super fiktiv, ja. Also man hat hier sich so mal hingesetzt und sich mal Gedanken gemacht, wie würde das alles deutlich schneller funktionieren, wenn der Staat halt ein bisschen Geld beiseite packen würde und mal sagen würde, hier, baut eure Busstrecke mal richtig aus. Dementsprechend ist halt dieser DLC praktisch zustande gekommen. Und ja. Ob es jemals so aussehen wird, das möge man hier bezweifeln. Weil hier sind ja eigentlich normalerweise die ganzen Parkplätze der ganzen Anwohner, die hier zum Beispiel wohnen oder arbeiten halt, ne? Ich meine, die müssen dann immer auch irgendwo stehen. Die kannst du ja auch nicht irgendwo eine Buxtehude schicken. Ihr seht zum Beispiel auch der Kudamm hier absolut einspurig. Die Fahrzeuge stehen genauso da, wie sie halt auch bei dem anderen DLC standen. Warum fährt hier ein Taxi lang? Hallo? Darf der hier auch langfahren? Ja, was wir haben, wir dürfen. U-Bahnhof Adenauerplatz. So, wunderschön. Oh, pardon. Ach, meine Kinder haben mich irgendwie angesteckt jetzt hier. Oh, jetzt sehe ich gar nichts. Steht natürlich so ungünstig hier. Möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. So. Weil es macht schon Spaß hier, ja, so über den Kudamm so rüber zu brechen mit 50, ja, das muss man mal lassen. Ja, du kommst wirklich zügig echt voran, ja. Also anders als wir jetzt da drüben. Stand da bei Rot. Bei Rot hier halten. Schön reindrücken da. Guten Morgen. Grüß dich.
Wir haben auch schon wieder Zeit gut gefahren hier. Sieht man relativ entspannt hier. Oh, jetzt wird wieder rot. Wir hätten jetzt die Busspur nehmen können, aber will das natürlich wunderbar durchkommen. Bismarckplatz. Bismarckplatz. Ich denke mal, wenn man sich mit dem Bus halt nochmal wirklich auch mal auseinandersetzt, wirklich die ganzen kleinen Feinheiten hier vielleicht nochmal korrigiert oder sowas, dann ist es ein echt angenehmer Bus. Der sieht auch echt hübsch aus, das muss man mal lassen. Wie gesagt, das sind die ganzen Texturenfehler, die wir hier zum Beispiel gesehen haben. Oder halt die fehlenden Funktionen hier in dem Bus. Denke mal, wird das C2 Stadtbus-Addon eigentlich ein relativ geiles Addon, ja? Wenn das halt wirklich alles dann mal irgendwann final ist, fertig ist. Aber zum aktuellen Stand finde ich, ist es eher eine Beta, als dass das Ganze ein fertiger Bus ist. Er fährt sich sehr angenehm. Wie gesagt, das mit dem Sitzplatz muss angepasst werden. Obwohl das hier so ein bisschen aussieht, als ob das irgendwie von PDP kommt, der Fehler. Aber kann ja eigentlich nicht. So, okay. Jetzt ist natürlich wieder rot hier. Hallo. Josef-Joachim-Platz. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Roseneck, Teplitzer Straße. Auf unserer Busspur hier.
Morgen. So, die Türen. Na ja, los, komm. Grün, 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 grün. Königin Luise Straße, Clay Allee. So, schön erstmal wieder ausgebremst, so muss es sein, ja. So läuft das Ganze. Auch gut. Ich wurde die KI hier festgefahren. Jetzt steht zum Beispiel nicht, hier hätte man auch dann diese Busspur machen können, oder? Da hast du hier so einen riesen Mittelstreifen. Jetzt hier zum Beispiel die ganze KI jetzt hier nicht noch irgendwie, die dich hier permanent ausbremst. So, um 30 geht's hier weiter. Schule. Aber ihr seht, ne, also man kommt schon echt gut durch. Halt. Wenn du jetzt natürlich jetzt hier diese ja missratende KI jetzt nicht noch hättest. Aber wie gesagt, es fetzt schon, ja, hier so lang zu rauschen. Also der erste Eindruck, den ich ja wirklich hatte davon so zum Livestream, der war natürlich ein bisschen ernüchternd. Und jetzt denke ich mir so, ja doch, eigentlich ja nicht verkehrt. Wenn du dann auch weißt, wie du die Busschilder musst und alles sowas, dann passt das schon. Weil die musst du nämlich ein bisschen komplexer hier schildern. Ja. Nicht einfach nur 510, fertig ist es. Ja. Sondern du musst es erst normal schildern, dann musst du es umschildern halt praktisch wieder alles, damit du das alte das X hast. Also steht bei dir einfach nur 510 dran. Ja, aber wenn du das dann rausgefunden hast, ja, dann funktioniert das. Und im Stream ist mir das dann halt einfach mal instant abgestürzt. Boah, Alter.
Das ist doch alles Stimme gewesen. U-Bahnhof, Oskar-Helene-Halt. Hier zum Beispiel, ne, alles neu hier, ne, die Objekte hier, die hier stehen, die standen vorher halt nicht. So, hier ist zum Beispiel was uns aufgefallen ist im Stream, ja, hier diese komische Hütte hier. Weiß ich nicht, warum die hier stehen muss. Die sieht sowieso ein bisschen fehl am Platz aus hier. Ja, also keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Das im Kontrast zu dem hier, ja, also sind das Welten, ja, das sind Welten, wirklich. So, Busspurende. So, jetzt habt ihr ja zumindest schon mal den ersten Eindruck gesehen. Jetzt könnt ihr gerne mal so eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare posten. Würde mich mal brennend interessieren. Ja, also wie gesagt, so der erste Eindruck, den ich hatte, halt so zum Livestream, der war halt mega miserabel. Ja. Aber jetzt, wo ich jetzt halt hier gerade fahre, muss schon sagen, das hat schon so irgendwie seinen Reiz hier zu fahren. Wie gesagt, das Ganze kostet 15 Euro. Der Bus, der ist auf jeden Fall noch baufällig, da muss auf jeden Fall noch so das ein oder andere Update kommen. Wäre auf jeden Fall mega wünschenswert, wenn da noch irgendwie was in der Richtung passiert. Aber sonst, ja, es ist halt wirklich, man muss halt wirklich damit rangehen, dass es halt eine fiktive X10-Karte ist, ja. Und wenn du halt das Original hast, ist es schwer dann zu sagen so, ja, kauf's oder kauf's nicht, ja. Weil man muss halt wissen, möchte man gerne fiktiv fahren oder möchte man eher realistisch fahren, dann bleibt man natürlich bei dem Original X10. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch zum Beispiel gar kein X10 hatte, hat man jetzt vielleicht eine Alternative, vielleicht jetzt auf die günstigere Version zurückzugreifen, der in Anführungsstrichen mehr Content bietet, weil hier ist ja auch der MAN DL05 dabei, ne, also der Standard MAN, den es halt auch so im X10 gab. Also ihr bekommt hier zwei Busse und halt wie gesagt die Karte X10. Es gibt hier wohl reale Fahrpläne, ja, also die sind auch da drin. Schützallee. Aber halt die neue Routenführung, ne, die ist halt, ja. So, Zehlendorf Eiche. Gut, Zehlendorf Eiche sind weit angekommen, haben jetzt eine Pause. Und natürlich hier mitten diese Säule wieder volle Nase. Hier 623 Stahlsdorf-Hildegardstraße. Warum die Linie nicht dabei ist, keine Ahnung. Ja, das ist zum Beispiel eine Linie, die verstehe ich nicht. Ja, sie fährt von hier, ja, und dann ist sie nicht dabei. Schon wie auch einfach nur 115 so ständig hier drin klebt. Jetzt nicht mal gucken. Hier hast du N10 drin. Okay. Aber haben wir mal ein bisschen Zeit, uns mal hier ein bisschen umzugucken. Ne? Was steckt hier so drin? Nichts groß. Wohl was, das stimmt hier. Hier ist eigentlich noch ein Bäcker und alles was drin. Aber da guckt ihr mal die Farbmarkierung an, da blickst du da gar nicht mehr durch.
Blickst du doch gar nicht mehr durch, ja. Hier ist eine coole Eisdiele, die schmeckt extrem gut. Ja, und dann hast du hier hinten die ganzen Bürgerämter und alles was. Ja, wo jetzt hier zum Beispiel Wohnhäuser stehen, ist hier eigentlich das ganze Bürgeramt-Gedöns da. Hier ist das Bürgeramt, dann hast du hier irgendwie Kindergeldstelle und alles was. Hier hinten, ja, das müsste hier sein, das ist Finanzamt. Ja. Die Straße ist hier auch total falsch. Normal, das ist eine zweispurige Straße. Ja, naja. Man kann natürlich nicht jetzt alles so hundertprozentig machen. Hier wird immer geheiratet. Ja, naja. Ja, mal die Zeit ein bisschen vorspulen, würde ich sagen. S-Bahnhof Zehlendorf. Ja. Wie gesagt, das Gebäude sieht auch aus wie vorher, ne? Wenn man sich mal hier so Texturen hier drinnen anschaut. Ja. 22 bis 6, ist ja ganz so lange nicht. So, guck mal hier. Nach Start zur Waldschenke fährt ab. Hallo. Die Linie würde ich so gerne fahren wollen. Also, falls irgendwer mal Bock hat, die mal hier zu modden oder sowas, bitte. Würde ich mich mega drüber freuen. Natürlich geradeaus wieder original. Steigt natürlich keiner aus und bei 32 Leuten ist der Bus ja schon voll. So, dann müsst ihr auf den nächsten warten. Ja. Tut mir leid. Oh, das ist ja unglaublich. Da werden die Führerschein gewonnen. Machnower Straße. Schweizerhofpark. Oh, vergiss einfach weiterzuschalten. Ist eigentlich alles 30er-Zone hier. So, weiter geht's. Leo Beckstraße.
So. Lehrstraße. Lehrstraße. Hier viel zu viele Bäume mitten an der Haltestelle. Also sind halt immer noch diese typischen Fehler halt drin, ja. Viel zu dicht halt auch ja, hier an der Straße. Am Birkenknick. Wir sind jetzt vor kurzem erst mit dem Scania Citywide lang gefahren. Jetzt fahren wir Richtung Telto rein. Aber auch schon alleine, ja, wie schnell man eigentlich an Drehzeile ist. Biskodamm. So, der Biskodamm. Schönung. Zur Weiterfahrt benötigen Sie einen Fahrschein für das Tarifgebiet C. Ticket is necessary if you wish to continue your journey. So, wir verlassen Berlin. Dieser Bus fährt weiter bis Telto Bahnhof.
Hallo. Bürgertreff. So, ja, hier seht ihr auch neuer Endhaltepunkt hier, Zentrum Bahnhof. Ich habe also nicht falsch geschildert oder sonst irgendwas. Ja, falls ihr denkt, hier, ich habe mich hier verschildert oder sowas, ist nicht. Das ist der fiktive Fahrplan. Es gibt wohl, wenn ihr das Jahr 2019 einschaltet, einen Fahrplan, der dem Fahrplan von 2019 entspricht halt. So wie 2013 habt ihr dann auch nochmal einen Fahrplan. Und ja. Alles, was dann bei 2020 ist, ist dann der fiktive Fahrplan. So. Hier will keiner raus, alles klar. S-Bahnhof Teltow Stadt, Marloer Straße. Raum ist angefordert, jetzt wird grün, verdammt. Also die Bahnhof ist es neuer gemacht oder ist das immer noch der gleiche Bahnhof wie... Es ist immer noch der gleiche, okay. Hat sich ja nichts verändert hier. Hallo. Weißt du, weil die BVG auch so weit reinfährt hier noch? Durch Teltonen, ja? Naja. Gustl-Sandner-Straße. So, alle dürfen durchfahren, nur ich nicht. Das ist wieder so unfair, ja. Straße. Ja, Manfred, ich habe gewonnen. Los, steig aus jetzt. Robert hackt. So, als Beinpinkel hier oder was? So. Ja. Mozartstraße.
Ach so, guck mal. Jetzt spricht ja um Mozart wieder. Das höre ich jetzt erst. Da hat die Frau wohl keinen Bock mehr gehabt, das Ganze einzusprechen hier. Dass jetzt auch wieder Mozart persönlich spricht. Ja, also was muss man sagen, die Linienführung ist auf jeden Fall sehr interessant, halt, wenn du halt von der Herzallee einfach bis ans letzte Loch in Teltow fahren musst. Muss aber sagen, ich finde es nicht verkehrt, halt, ja, es geht in Ordnung. So Teltow-Bahnhof gibt gar keine Anzeige mehr, schade. Das ist auf jeden Fall eine relativ lange Tour, obwohl die Strecke jetzt so weiter ist, bist du halt kürzer unterwegs, ja. Hat schon irgendwo was. So Leute, Endhaltestelle. Ja, jetzt könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Wie gefällt euch denn Berlin BRT? Ist es ein Kopfgrund oder sagt ihr so, oh mein Gott, um Himmels Willen? Ja, denn wie gesagt, nutzt ja gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es am besten mal unten mit rein. Wir werden uns jetzt in der nächsten Folge nochmal eine Teltow-Linie hier angucken. Die finde ich persönlich nämlich eine ziemlich nice Sache. Dementsprechend, ja, werden wir wahrscheinlich uns auch weiterhin nochmal mit dem C2 hier auseinandersetzen, soweit und so fort. Dementsprechend, ja. Kann man sonst nicht mehr dazu sagen. So. Das war es einmal, waren wir zu früh gewesen. Aber im Großen und Ganzen ging es in Ordnung. 11 Minuten Pause, würde ich sagen. Aha. Ja, Leute, dann bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Verabschiede mich hier, sage Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.